pack mal wieder mein Misery aus. Ich habe gerade irgendwie Bock auf Stalker. Ich müsste jetzt nachgucken, was ich letztens für ein Loadout in meinem Misery drin hatte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass sich das Loadout verändert hat, aber ich habe gerade ein bisschen Lust, das Ding nochmal zu verändern. Und zwar habe ich angefangen, ganz am Anfang, den Misery zu spielen nach einem Loadout bei MaxPaxCom, die jetzt übrigens ein neues Forum haben, also wundert euch nicht, wenn ihr das Forum unter der alten Adresse nicht mehr erreicht. Das heißt zwar immer noch www.maxpax.com, aber die haben das Forum relaunched, die haben sozusagen, ich glaube, die haben die Server umgezogen, haben es auch neu von der Optik her angepasst. Es hat immer noch denselben Namen, aber die Links zu den einzelnen Forenbeiträgen sind nicht mehr die gleichen. Also guckt euch einfach das Forum neu an. Wenn ihr dort angemeldet seid, müsst ihr euch auch neu die Passwortvergabe neu machen lassen. Und die Beiträge und an sich die Grundstruktur vom Forum ist immer noch die gleiche. Es ist halt nur in einem frischen Design sozusagen. Und innerhalb dieses Forums gibt es einen Misery-Build, der nennt sich Bustoffs Misery, soweit ich weiß. Und der ist ausgestattet mit drei Large Lasern und einer AC-20 und den habe ich lange nicht mehr gespielt auf die Art und Weise. Und ich habe gerade Lust darauf. Ich habe lange keinen großen Mech mehr mit einer AC-20 gespielt habe. Dazu habe ich die Gauss, die jetzt drin war. Die Medium Laser, die hier drin sind, die werde ich rausschmeißen. Und werde stattdessen die AC-20, wie gesagt, einbauen. Drei Large Laser. Das heißt, hier muss noch ein Laser rein. Ich werde mal einen ER Large Laser in den Torso einbauen. Einfach weil das die Seite von der AC-20 ist und somit kann ich auf der Seite auch mit einer Long-Range-Waffe um die Ecke schießen. Und manchmal ist ein ER-Laser nicht verkehrt. Einfach auf 1350 Meter Range jemanden zu treffen besser ist als auf 900, was die normalen Large-Laser haben. Und jetzt muss nur noch Ammo rein. Und zwar strebe ich eigentlich... Eigentlich strebe ich 28 Schuss AC-20 Ammo an, das wären 4 Tonnen. Jetzt habe ich erst 21, woran liegt's? Am Gewicht. Ich müsste jetzt irgendwoher eine Tonne Gewicht nehmen. Ich will aber nicht auf das AMS verzichten und ich bin mir relativ sicher, dass in dem Bustoffs-Bild normalerweise kein AMS drin war. Aber ihr kennt meine Einstellung zu AMS, ich sag mittlerweile nicht mehr ohne. Es gibt einfach zu viele Claner da draußen und fast jeder Claner hat irgendwo ein LAM eingebaut. Ich kann aber auch keine Tonne Rüstung mehr an den Füßen wegnehmen, dann hat das Ding gar keine Armor mehr. Und dann kann mir ein Lightmech mit 2-3 Alphas meine Füße wegschießen. Oder gehe ich auf Risiko? ...33 Armor in die Füße. Ich probier's mal. Das ist zwar eigentlich lebensmüde, macht das um Gottes Willen nicht nach, bei einem Assault Mech nur 33 Armor in die Beine zu haben. Sollte euch ein Lightmech erwischen und fest und die Dinger sind ziemlich schlau, was sowas angeht, und feststellen, dass ihr wenig Armor in die Beine habt und der zerschießt euch die Beine, dann seid ihr ruckzuck ein Opfer, was sich nur noch mit Schneckentempo bewegen kann. Und ich würde es niemandem empfehlen, so wenig Armor in die Beine reinzumachen. Ich mache das jetzt nur mal aus Test. Denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man bei einem Stalker relativ selten auf die Beine schießt. Einfach mal, weil der Torso, sage ich mal, oben eine relativ große Angriffsfläche bietet, was den Center-Torso angeht. Dieser ganze runde Bereich hier, diese ganze dicke Nase sozusagen. Center-Torso, da wird sehr oft drauf geschossen. Und wenn man ein bisschen spielt und ein bisschen mit
Hügeln und Deckungen auf der Map arbeitet, dann muss man mit dem Misery eigentlich auch relativ selten seinen ganzen Mech entblößen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern kann nur mit dem Arm und dem Torso sozusagen über die Hügel drüber gucken. Und da die Waffen alle sehr hoch montiert sind, kann man eigentlich auch über die Hügel schießen, ohne seine Beine zu zeigen. Dumm wird's nur, wenn mich ein Lightmech erwischt und ich nicht gerade in der Nähe von Teamkameraden bin, dann könnte es eklig werden. Aber da muss ich halt versuchen, entsprechend vorsichtig und vorausschauend zu spielen und zu gucken, dass das nie passiert. Wenn zum Beispiel ein Firestarter mit 6 Medium-Lasern kommt und ein Alpha auf meine Füße macht, sind 6x5, das sind 30 Schaden, da sind die Rüstungen von den Beinen mit einem Schuss weg und der zweite Schuss würde dann wahrscheinlich mein Bein zerstören. Also solche Mechs dürfen mich im Prinzip nicht erreichen und dürfen mir nicht auf die Füße schießen. Ansonsten ist das Loadout für den Misery mit einer AC-20 und 3 Large Lasern ziemlich straightforward. Ihr habt die Laser zum Snipen auf eine moderate Range, 900 Meter Maximum, beziehungsweise habe ich jetzt einen NER eingebaut mit 1350, damit ich über die 900 Meter hinweg ein bisschen poken kann. Und die AC-20 natürlich als extrem starke Nahkampfballistikwaffe. Also wenn jemand innerhalb der Reichweite der AC-20 kommt, das sind 540 Meter, und man kann das Ding effektiv einsetzen, dann kracht's richtig, denn auch die Laser können ja in der Nahkampfreichweite benutzt werden. Und dann hat man Firepower von 47. Und das ist ziemlich punktueller Schaden. Damit kann man ordentlich Verwüstung anrichten. Ich werde übrigens auch dieses Video auf meinem YouTube-Kanal hochladen, aber da ich vorhab, jetzt hier ein bisschen länger zu spielen, werde ich das Video auch in mehrere Teile unterteilen. Und es ist durchaus möglich, das muss ich noch entscheiden, spontan, je nachdem wie lange das Video geht, durchaus möglich, dass ich jetzt hier schon den zweiten Teil des Videos mache. Das muss ich dann, wie gesagt, spontan entscheiden. Erstmal noch die Waffengruppierung neu machen. Ich habe eine dritte und eine vierte Waffengruppe, das ist auf meinem Q und meinem, also auf meinem Q und meinem E auf der Tastatur. Und die benutze ich jetzt einfach mal für die Ballistik. Und auf der linken, auf der rechten Maustaste habe ich die jeweiligen linken und rechten Large Laser. Damit ich einfach weiß, okay, wenn ich um eine Ecke links rumgucke, brauche ich die linke Maustaste. Wenn ich um eine Ecke rechts rumgucke, brauche ich die rechte Maustaste, um diese Ecke snipen zu können. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich muss mir nur merken, dass die Ballistikwaffe auch im linken Torso sitzt. Target acquired. Das war zum Beispiel ein sehr schöner Treffer auf dem Kid Fox. Da hat auch die AC-20 gesessen, das Center Torso sofort rot von dem Ding. Natürlich ein bisschen dumm von meinen Kameraden, hier mir vor die Flinte zu laufen. Der Kid Fox ist auch sehr mutig, sich nochmal zu zeigen. Sehr oft bleiben Mechs ja an der Stelle stehen, wo sie waren, und schießen auch in die Richtung, wo schon mal jemand vor der Flinte aufgetaucht ist. In meinem Fall wäre ich jetzt hier zum Beispiel stehen geblieben und wäre er wieder aufgetaucht, bei mir hätte ich ihn sofort one-hitten können. Weil sein Torso im Prinzip schon kritisch ist. New target acquired. Warning, incoming missile. Und da geht's los, seht ihr? Und das ist der Grund, warum ich nicht mehr ohne AMS aus dem Haus gehen will. Sobald man sich einmal kurz gezeigt hat, geht sofort der Clan LRM-Hagel los.
New target acquired. New target acquired. Warning, incoming missile. Heat level critical. Schade, dass ich ihn nicht mehr getroffen habe. Wenn die Gegner jetzt Stück für Stück hier über diese... Kuppe da gucken und uns Stück für Stück wegsnipen, sind wir natürlich hart am Arsch. Ihr seht, das Problem an der AC-20 ist, dass die relativ viel Hitze entwickelt für eine Ballistikwaffe. New target acquired. Heat level critical. Left leg critical damage. Left leg destroyed. Na, da haben wir das schon. Da haben wir schon das Problem. Warning, incoming missile. New target acquired. Von den Clanern machen halt viele Waffen auch Streuschaden. Ich würde dieses kleine Mistschwein gerne mit in den Tod nehmen. Aber leider lässt er sich nicht so richtig. Naja. Abgeschriebenes Game. Das Team denkt auch nicht so richtig mit hier. Warning, incoming missile. Right leg critical damage. Weniger gutes Spiel. Also das mit den 33 Rüstungen im Bein ist eine nicht so coole Idee, sag ich mal. Das ist genau das passiert, was ich vermutet hatte, nur dass es kein Light Mech war, sondern ein Direwolf, der die Schwachstelle gefunden hat. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Aber da wir ja gerade nach Punkten und, also nach Kills und Cap-Punkten verlieren, ja, würde ich sagen, schreiben wir das Spiel einfach mal ab. Ich gucke mir es jetzt trotzdem noch bis zu Ende an. Denn ich will danach wieder in den Mech steigen. Und wenn ich jetzt einfach aus dem Spiel rausgehe, was man ja machen kann, durchaus, dann habe ich das Problem, dass der Mech noch als im Spiel angezeigt wird und ich den nicht sofort wieder benutzen kann. Von daher bleiben wir jetzt nochmal im Game. Vielleicht passiert noch ein Wunder. Ihr merkt es an meiner Sprache, ich bin ein bisschen angepisst über mich selber. Ich gerade sehr scheiße gespielt habe. Aber ich gerne wenigstens den Kid Fox noch erwischt hätte. Target acquired. Target destroyed. Ihr seht übrigens, wenn ihr angegriffen werdet, das kann man jetzt bei dem Beispiel sehr gut erkennen, wenn ihr beschossen werdet, seht ihr in eurem Cockpit rote Indikatoren für die Beschuss, also für die Einschläge sozusagen, für die Beschüsse, von wo ihr getroffen werdet. So blinken die Indikatoren auf der linken Seite, werdet ihr von links beschossen, blinken sie auf der rechten Seite, logischerweise werdet ihr von rechts beschossen. Lässt sich hier gerade sehr gut erkennen. Und das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um festzustellen, von wo man angegriffen wird. Das hat der Jänner jetzt gerade nie so richtig gezeigt, denn der wurde von rechts beschossen und hat sich in die falsche Richtung gedreht, sag ich jetzt mal. Hat das sozusagen nie gemerkt, dass er von rechts beschossen wurde.
immer auf die Indikatoren achten. Wenn ihr seht, von wo es kommt, kann man der ganzen Sache viel besser ausweichen, beziehungsweise kann man sich, wenn man natürlich von vorne beschossen wird, dumm, aber wenn man von der Seite beschossen wird und die Indikatoren das anzeigen, dann kann man sich natürlich in die entsprechende Richtung drehen und weiß dann zumindest, von wo der Angriff kommt. Target acquired. Artillery strike online. Oder man kann sich eben wegdrehen von dem Angriff, wenn man einen Schildarm beispielsweise hat. Er hat sehr gutes Aiming, während er sich bewegt, muss man sagen. Target destroyed. Heat level critical. Target acquired. Übrigens sehr nerviges Loadout in dem Raven. 2 ER Large Laser mit, wenn ich das richtig sehe, mit Range Modul noch dazu. Also der hat noch höhere Reichweite, als sie normalerweise haben. Das heißt, der schießt fast 1500 Meter weit. Und irgendwie ist die Hitzeentwicklung noch so passabel, dass er die Dinger auch relativ oft benutzen kann. Heat level critical. Der Kollege steht da ziemlich hilflos rum gerade, als würde er nicht richtig wissen, wie man einen Mech pilotiert. Andererseits, was will man alleine gegen 4 Leute machen? Target destroyed. Gut, dass ich noch drinnen geblieben bin. Man muss auch mal seine Fehler eingestehen und ich habe gerade ausreichend davon gemacht. Allerdings bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich das Problem mit der Rüstung in den Beinen löse. Ich werde erstmal Folgendes machen. Ich werde erstmal den ER Large Laser rausnehmen. Und durch einen normalen ersetzen. Einfach mal aus Gründen der Hitze. Wobei, Kommando zurück. So viel mehr Hitzeentwicklung macht es nur auch nicht. 1,36, 1,34. Ist die Frage jetzt, ob diese 400 mehr Range auf einer einzigen Waffe diese Hitzeentwicklung wettmachen? Ja, doch. Ich lasse ihn drin. Aber ich nehme einen Schuss AC-20 Ammo raus, um die Rüstung in den Beinen wieder zu erhöhen und probiere mal, wie sich das mit 21 Schuss Munition spielt, ob ich da in einem normalen Teamfight Probleme bekomme, ob das zu wenig Ammo ist oder ob das ausreicht, da man es ja sowieso nur im Nahkampf benutzen kann und wenn sie leer ist, ist sie leer. Bleibe ich doch mal dabei. Aber mit mehr Rüstung in den Beinen sollte man auch ein bisschen länger leben. Wenn ich so an das Spiel gerade denke und wenn ich mir es dann wahrscheinlich nochmal in der Wiederholung angucke, muss ich sagen, dass ich auch ein ziemlich schlechtes Positioning gerade hatte, denn ich wusste im Prinzip, dass die Gegner über diese Kuppe, über diesen Wall sozusagen in diese Mitte von diesem, ich glaube das ist so eine Art Berg oder Vulkan, drüber gucken werden und dass die sozusagen langsam uns über diese Kuppe angreifen und hätte mich einfach anders positionieren müssen und nicht in der Mitte von diesem Ding stehen bleiben. Denn mein Team hat sich ja ein bisschen nach vorn bewegt sozusagen und hat sich aus diesem Krater da in der Mitte raus bewegt.
Und hätte ich das auch gemacht, dann hätte ich auch gar nicht das Problem gehabt, dass man mir die Füße zerschießen kann. Also umsonst auf Gerät, aber Fehler gemacht. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Ich denke mal, das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss sich entscheiden, wo man lang geht. Geht man nach rechts oben in Richtung B3 und geht sozusagen den Weg A durch den Tunnel oder B den Nahkampfweg oder oben am Gebirge lang? Oder sagt man sich, man geht durch das Wasser, D2, D3, D4? Oder sagt man sich, ich stelle mich hier einfach in die Mitte, auf mehr oder weniger freies Feld und lass mich zärtlich auf freier Fläche abschlachten? Was ich persönlich für keine gute Idee halte, aber blockt mich hier jemand? Geht doch mal aus dem Weg. Aber es gibt Teams, die auch durch die Mitte erfolgreich sind. Wenn ich was erkennen könnte, würde ich snipen, aber ich sehe leider nichts. Nichts ist übrigens das sächsische Wort für nichts. Ich habe jetzt bei meinen Videos, beim Anschauen meiner Videos mit Erschrecken festgestellt, dass ich dazu verfalle oder mich dazu verleiten lasse, zu versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das aus Klärgründen raus passiert oder. Oder ob das einfach unterbewusst passiert oder ob ich das absichtlich mache, damit ihr mich besser versteht, aber. Da ich normalerweise nicht Hochdeutsch rede, wenn ich normal spreche, werde ich mal versuchen, das so ein bisschen zu unterdrücken und einfach normal zu sprechen, wie ich sonst auch sprechen würde. Das kann dazu führen, dass ihr mich schlechter versteht, aber damit müsst ihr leben. Target acquired. Es ist auch ziemlich dunkel und schlecht sichtbar in dieser Bude hier. Ich werde zuerst mal warten, bis mein Team nachgerückt ist durch den Tunnel. Und am besten werde ich irgendjemanden vorschicken lassen, der erstmal eine Banshee, das ist ein 95-Tonner, genau. Der kann erstmal ruhig ein bisschen Damage aufnehmen. New target acquired. Heat level critical. Warning, incoming missile. So, mein Team, man würde fix ja mich wieder in den Tunnel reinlassen. Danke. Oder nicht? New target acquired. Yeah.
acquired. Left leg critical damage. Irgendwie haben es die heute auf meine Beine abgesehen, habe ich so das dumme Gefühl. New target acquired. Ich bin immer wieder erstaunt, was so eine Nova aushält. Das ist ein 50 oder 55 Tonner oder 60 maximal, mehr ne? Kenne mich bei den Clan-Mechs nie aus. Aber es ist ein Medium-Mech. Ist noch nicht mal ein Heavy. Es müsste noch unter die Kategorie Medium fallen. Und es ist immer wieder erstaunlich, was die kleinen Mistdinger aushalten. Der wurde ja gerade doch relativ lange und relativ deutlich unter Beschuss genommen. Destroyed. Left leg destroyed. Target destroyed. Right leg critical damage. Target acquired. New target acquired. Target destroyed. Schade. Ich konnte noch zwei mitnehmen, aber ihr habt gesehen, schon wieder mein Enes Bane war weg. Und ja, gestorben bin ich dann durch das Zerstören meines zweiten Beins. Was ärgerlich ist, aber es bringt auch nichts, wenn wir hier in dem Tunnel alle hintereinander stehen und es der Reihe nach abformen lassen. Von daher mussten wir ja irgendwann mal raus. Und ich konnte dann, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Atlas töten. Ich habe halt die Heat Vision angehabt. Weil das in dem Tunnel sehr neblig und trüb ist und man da einfach schlecht sieht. New target acquired. Und deswegen mit Heat Vision konnte ich nie genau erkennen, was es ist, was ich da vorne getötet habe. Das eine war, glaube ich, ein Atlas. Und das andere hätte ein Medium-Mech sein können, sowas wie ein Jager-Mech oder sowas. Oder vielleicht, keine Ahnung, Trebuchet oder irgendwas, keine Ahnung, müsste ich da mal nachgucken. Aber ich konnte zwei töten, bevor ich selber gestorben bin, das ist ganz okay. Die AC-20 macht halt auch sehr, sehr starken Schaden. So ein Cooldown-Reduction-Modul für die AC-20 wäre natürlich göttlich bei so einem Bild. Target destroyed. Target acquired. New target acquired. New target acquired. Das ist zum Beispiel was übelst Belastendes, wenn man selber einen Heavy oder Assault Mech spielt und so ein kleiner Mech einfach die ganze Zeit um einen drum rumrennt. Ohne dass man sich dagegen wehren kann. Schade eigentlich. Hätten unsere Leute aus dem Tunnel rausgepusht, anstatt im Eingang stehen zu bleiben, muss ich mich leider auch mit dazu zählen. Dann hätten die 6-7 Leute, die da im Tunnel drin waren, sozusagen auch alle gleichzeitig schießen können. Und dann hätten wir wesentlich mehr Schaden anrichten können. Gegner hatte sich natürlich gut positioniert am Tunnelausgang. Und hat natürlich aus allen Richtungen auf uns schießen können. Nicht nur frontal, sondern auch an Stellen oder von Stellen aus, wo wir ihn schlecht ins Visier nehmen konnten. Beispielsweise stand ein Lightmech oben über dem Tunnel. Dann standen welche auf der gegenüberliegenden Seite oben. Also die haben das schon gut gemacht. Warum steht hier Invalid? Was ist hier los? Was, wenn ich jetzt einen Highlander spielen will? Ich will jetzt auch einen Highlander spielen. Also,
wie gesagt, der Build, den ich hier habe, mit dem Bustoffs in Anführungsstrichen, Misery, mit dem 3x Large Lasern und einem AC20, funktioniert. Spielt sich auch super. Ist ein bisschen einfacher zu spielen als der Build, den ich letztens hatte. Da müsste NB2 Large Laser, eine AC10 oder eine Gauss, je nachdem, was ich da gerade eingebaut hatte, und ein paar Medium Laser drin gewesen sein. So ist es natürlich ein bisschen straighter, ein bisschen einfacher von der Waffenauswahl her. Und funktioniert genauso. Ihr habt nur halt auf Range nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ihr habt halt nur die Laser, und wenn ihr nicht wie ich eine AR einbaut, sondern nur die normalen drei Large Laser nehmt, dann ist halt bei 900 Metern Schluss. Aber dafür könnt ihr im mittleren bis Nahkampf richtig viel austeilen.